Herzlich willkommen zu diesem kleinen Update-Video zu einer Farm, die ich vor kurzem gezeigt habe. Und zwar geht es heute um diese 1.21 Raid-Farm, die ich gezeigt habe. Bei diesem Tutorial standen nämlich unverhältnismäßig viele Leute in den Kommentaren, die quasi gesagt haben, dass die Farm bei ihnen nicht funktioniert oder sie Probleme haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch nochmal ein paar extra Sachen dazu und ein paar extra Infos, beziehungsweise wie man eben 99% dieser Probleme auch alle lösen kann. Das bedeutet, es ist sehr wahrscheinlich, dass nach diesem Video die Farm bei dir funktionieren wird. Das, was ich am meisten gelesen habe, ist, dass es Probleme mit der Raid-Bar gibt. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel auftaucht, aber zwischendurch dann irgendwie abbricht oder sowas, beziehungsweise dass sie eben auftaucht und komplett durchgeht, allerdings spawnen dann irgendwie keine Monster und dann bekommt man natürlich auch keine Items. Und das ist tatsächlich bei dieser Farm erstmal komplett normal, und zwar dann, wenn man anfängt, die Farm zu benutzen. Man darf dabei nämlich nicht vergessen, wie die Farm funktioniert. Wir haben hier zum einen einen Timer, der also immer ein gewisses Zeitfenster hat, wie das Ganze hier abläuft. Und dann haben wir ja hier oben einmal unsere Villager, die quasi Dörfer simulieren, die dann auch bis ganz nach oben gehen. Und zwar ist es nämlich so, dass es dann ein Dorf ist, wenn wir einen Villager haben, der gleichzeitig auch einen Berufsblock hat, beziehungsweise einen Job. Und genau dafür ist ja dieser Timer einmal, dass wir nämlich einmal diese Jobs von den Villagern wieder entfernen. Das bedeutet, es gibt ein kleines Zeitfenster, wo wir gar kein Raid starten können, weil es keine Dörfer gibt, und kurz danach bekommen sie dann ihren Job wieder und dann haben wir wieder ein neues Dorf. Und genau das ist natürlich wichtig, weil wir ja möglichst viele Raids hier machen wollen. Das bedeutet, in diesem Fall hätten wir jetzt ein Dorf, wir machen also den Raid und dann wird kurze Zeit später dann den Dorfbewohnern einmal der Job weggenommen, wie jetzt zum Beispiel. Das bedeutet, jetzt wäre der Raid abgebrochen, die Monster würden aber trotzdem spawnen und jetzt hätten wir eben wieder ein neues Dorf, könnten also einen neuen Trank trinken und dann direkt den nächsten Raid starten, damit wir eben möglichst viele Items bekommen. Das ist also das Prinzip von der Farm und das zeigt nämlich auch, dass es eigentlich direkt am Anfang sehr unwahrscheinlich ist, dass man sich hier reinstellt und genau den richtigen Zeitpunkt erwischt hat, wo die ganze Farm funktionieren würde. Und deswegen muss man eben reingehen und einfach weitermachen. Das bedeutet, wenn der erste Raid kommt und der nicht funktioniert, ist das erstmal komplett normal. Man darf dann aber nicht direkt wieder aus der Farm rausgehen. Damit ihr das besser versteht, zeige ich euch jetzt einmal, wie man diese Farm wirklich denn im Bilderbuch quasi benutzen sollte. Also das ist jetzt einmal das Beispiel, wie ihr es machen solltet. Später, wenn man das besser verstanden hat, kann man es natürlich dann auch ein bisschen anders machen. Aber jetzt zeige ich euch einmal, wie das richtig geht. Das erste, was wir dafür nämlich machen sollten, ist es einmal die Bad Omen Potions in die Offhand zu nehmen. Das bedeutet hier in diese zweite Hand, damit wir nämlich gleichzeitig ein Schwert und ein Bad Omen Potion quasi benutzen können. Und was wir jetzt nämlich einmal machen, ist es, diesen Bad Omen Trank zu trinken. Das bedeutet, wir trinken den und das sorgt dann dafür, dass wir den Effekt haben. Und dann stellen wir uns nämlich hier einmal in diesen Komposter rein und würden jetzt als erstes Rechtsklick drücken. Da sollte nichts passieren, weil wir einen Armor Stand angucken. Wir trinken also keinen Trank und dann fangen wir an, jede Sekunde einmal mit dem Schwert anzugreifen, damit das hier eben funktioniert. Und jetzt habt ihr gesehen, wenn man nämlich von diesem Pisten einmal kurz rumgeschoben wird, kann man nämlich wieder für ein kurzes Zeitfenster diesen Trank trinken und dadurch bleiben wir eben dabei, dass wir die ganze Zeit hier Raids aktivieren können. Wichtig ist jetzt hier natürlich, dass wir die ganze Zeit auch angreifen, das darf man nicht aufhören. Dafür kann man natürlich auch Autoklicker oder irgendwelche Mods meinetwegen benutzen. Aber das ist wichtig, weil dieses Angreifen gleichzeitig dafür sorgt, dass das Redstone oben überhaupt erst funktioniert. Das bedeutet, wenn man aufhört anzugreifen, könnte es sehr gut passieren, dass oben Monster spawnen. Sie fallen allerdings nicht runter, weil man eben nicht mehr angreift und dementsprechend Redstone auch nicht funktioniert. In diesem Fall sollten wir jetzt gleich mal zurückgezogen werden und jetzt wieder einen Trank trinken, das sieht man jetzt. Und dann sieht man nämlich oben, dass einmal diese Raid-Bar jetzt ja nicht funktioniert hat. Das ist allerdings kein Problem, wir müssen einfach dranbleiben und jetzt weiter hier angreifen und natürlich auch Rechtsklick gedrückt halten. Und jetzt sieht man nämlich, dass auf einmal doch Monster gespawnt sind. Das bedeutet, nur weil dieser Raid-Balken jetzt irgendwie weg ist oder sowas, heißt es nicht, dass die ganzen Monster jetzt irgendwie nicht mehr existent sind oder sowas, sondern das heißt eben nur, dass jetzt quasi erstmal dieser Raid an sich abgebrochen wurde, was ja allerdings auch das ist, was wir hier in dieser Farm machen möchten. Irgendwann wird man dann wieder zurückgezogen und dann hat man wieder einen Trank getrunken. Das hat man jetzt gerade gesehen. Ich war bei 44 und bin jetzt wieder bei 43 und das bedeutet, dass jetzt quasi der nächste Raid schon auf dem Weg ist, während wir hier eben noch die letzten Monster besiegen, beziehungsweise muss man eben nicht alle Monster von diesem Raid besiegen, um einen neuen zu starten. Das ist auch ein weiterer Vorteil von dieser Farm. Und jetzt kann man nämlich einfach wieder abwarten, bis dann der nächste Raid losgeht. Der nächste Raid fängt jetzt gerade an, das bedeutet, wir haben jetzt hier auch direkt den nächsten Trank getrunken, sind jetzt bei 42 Tränken. Das bedeutet, wir sind schon wieder bereit für nochmal einen weiteren Trank. Und jetzt hat man auch wieder gesehen, dass die Raid-Bar, ich habe jetzt nicht direkt drauf geachtet, aber ich glaube, das ist auch wieder abgebrochen. Und wenn man jetzt allerdings weiter hier steht und weiter fleißig angreift und natürlich nicht vergisst, den Rechtsklick zu drücken, dann seht ihr jetzt, dass hier schon wieder Monster ankommen. Das bedeutet, das ist erstmal was komplett Normales und das ist eben einfach das Design von dieser Farm hier. Es gibt allerdings noch ein paar andere Probleme, die ich gelesen habe und auf die möchte ich jetzt natürlich auch noch eingehen. Allerdings, wie gesagt, wäre es ganz gut, wenn ihr vorher einmal testet, ob die Farm bei euch wirklich nicht funktioniert oder ob ihr sie nur falsch benutzt habt. Eine zweite Sache, die ich relativ oft gelesen habe, ist, dass die Koordinaten nicht stimmen, beziehungsweise dass man die Höhe nicht hinbekommt. Und deswegen will ich euch nochmal zum Vergleich die ganzen Höhen zeigen. Das bedeutet, wir haben hier unten erstmal Höhe 63, das kann man hier bei F3 ja auch sehen, bei der Y-Koordinate. Und hierbei ist es jetzt wichtig, dass wir eben nicht irgendwie unter dem Wasser anfangen zu bauen oder einen Block darüber, sondern diese Plattform ist direkt auf der ganz normalen Wasserhöhe auf Ebene, wie gesagt, 63. Ich habe diese Farm übrigens auch als Schematic jetzt mal zum Download freigegeben.
gegeben, und zwar könnt ihr das auf meinem Discord sehen. Da gibt es einen eigenen Channel für die ganzen Farm-Schematics und da könnt ihr euch das im Zweifel auch runterladen. Und was wir denn hier haben, ist einmal diese Glasebene und die sollte eben auf Ebene 152 sein. Wenn ihr das jetzt auf einer anderen Ebene habt, dann habt ihr die Farm halt einfach falsch gebaut. Das ist aber sehr wichtig. Und dann haben wir hier bei dieser Höhe, quasi bei diesem Turm, wo die Pillager spawnen, nochmal die höchste Ebene. Das ist 186. Das sollte bei euch also auch so aussehen. Was bei vielen Leuten allerdings nicht richtig funktioniert hat, ist die Höhe von diesen Villager-Stationen, die wir quasi haben. Und deswegen zeige ich das auch nochmal. Wir fangen hier unten an mit dem ersten Slime-Block. Das sind insgesamt 11 Slime-Blöcke. Und dann kommt hier eben dieser Glasblock, beziehungsweise dann einige einzelne Blöcke. Was wir dann haben, sind nochmal zwei weitere Slime-Blöcke und dann hier immer 6 Leaves. Das bedeutet 6 Blätter übereinander. Und das ist jetzt überall so. Das bedeutet, das sind auch 6 Blätter, das sind auch 6 Blätter und 2 Slimes. Und der Rest ist ja soweit selbsterklärend. Der erste Villager sollte hierbei auf Ebene 170 sein. Wobei es wichtig ist, dass ihr nicht diesen Block hier oder diesen Block hier abmesst, weil das sind ja die Blöcke, die hin und wieder verschoben werden. Also hier könnte es passieren, dass ihr da eben eine Abweichung von einem Block habt. Geht lieber auf diesen Block hier. Das ist jetzt also bei dem ersten auf Ebene 170. Die Villager sind jetzt auch immer gleich weit auseinander und zwar immer 32 Blöcke. Das bedeutet, wenn wir zum nächsten gehen, sollte dieser Block auf Ebene 202 sein. Und wenn wir das jetzt wieder so weiter nach oben machen, dann sind wir jetzt hier bei Ebene 234. Wenn wir uns hier jetzt einmal hinstellen, hat man hier jetzt auch gesehen. Und das könnt ihr, wie gesagt, zur Not auch in der Schematik einfach nochmal nachgucken. In diesem Fall sind wir jetzt dann hier bei 266 und bei dem letzten Villager, der quasi gesteuert wird durch diese Redstone-Vorrichtung, sind wir auf Ebene 298 und der allerletzte Villager hier ganz im Himmel sollte dann mit seinem Komposter auf Ebene 320 sein, beziehungsweise auf dem höchsten Spot, den man eben bebauen kann. Darüber könnte man jetzt eben keine Blöcke mehr setzen. Eine weitere Sache, die auch wichtig zu erwähnen ist, ist das Schwert. Und zwar darf das Schwert eben auf keinen Fall Knockback als Verzauberung haben, also Rückstoß oder Verbrennung, also Fire-Aspekt. Das würde dann nämlich nicht mehr funktionieren hier mit den Armor-Stands und die sind einfach elementar wichtig. Wenn ich jetzt hier nämlich nochmal reingehe, dann kann man nämlich sehen, dass wir hier einen Faden haben und dieser Faden wird eben dadurch verändert, dass ein Armor-Stand hoch und runter fällt und das kommt eben dadurch, dass wir hier angreifen. Ihr seht, der bewegt sich und diese Veränderung vom Faden erkennt der Observer, wodurch ja das ganze Redstone erst losgeht. Das bedeutet, da oben haben wir ja diese Shifting-Floor-Variante, wo sich die ganzen Bodenblöcke hin und her schieben. Da ist jetzt aktuell matt, beziehungsweise wenn ich jetzt hier angreife, dann sollte das einmal geschoben werden und dann seht ihr, dass da dann eben Steine rauskommen. Das bedeutet, das ist auch elementar wichtig, dass man hier die ganze Zeit angreift und dass das Schwert eben keinen Fire-Aspekt zum einen hat, also Verbrennung nicht, und zum anderen dann natürlich auch keinen Rückstoß bzw. Knockback. Eine weitere wichtige Sache ist, dass wir natürlich nichts in der Nähe haben sollten und auch das Biom ist einigermaßen wichtig, weil wir hier zum Beispiel Wasser haben und das sollte zum Beispiel nicht einfrieren. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass wir eben 64 Blöcke in jede Richtung einfach nichts haben, wo Monster spawnen können, beziehungsweise vor allem der Raid, weil das würde nämlich ansonsten dazu führen, dass eben die ganzen Monster nicht unbedingt hier oben spawnen, sondern irgendwo anders. Das bedeutet, wenn man jetzt hier unter sich zum Beispiel einfach ein Flachland hat oder irgendein normales Biom, dann ist die Chance halt riesig, dass die ganzen Raid-Teilnehmer quasi woanders spawnen und dann braucht man diese Farm auch nicht, dann kann man auch ganz normal einen normalen Raid spielen. Das bedeutet, das ist eben auch wichtig und da muss man eben auch darauf achten, dass man jetzt hier keine Insel hat oder sowas, die im Weg ist, beziehungsweise natürlich auch kein Wrack oder so, wo noch irgendwas aus dem Wasser ragt. Und deswegen ist es eigentlich immer eine ganz gute Sache, das auf dem Ozean zu bauen, weil man hier einfach wirklich nichts in der Nähe hat und gleichzeitig hat man eben die Möglichkeit, auch bis zur Bauhöhe hochzubauen. Das ist eben wichtig. Würde man jetzt zum Beispiel nämlich in einem Bergbiom sein oder sowas und man würde sich erstmal 100 Blöcke nach oben bauen, dann hat man ja gar nicht mehr so viele Blöcke, wo man diese Farm bauen kann. Das bedeutet, der Ozean ist jetzt theoretisch nicht unbedingt Pflicht, allerdings die einfachste Variante und das würde ich daher schon jedem raten. Die nächste Sache ist auch wieder super wichtig und zwar ist es das Timing hier. Das muss man eben auch einfach ganz genau so haben, dass man hier nämlich einen kompletten Stack Items hat und nochmal 28 extra Items und das ist eigentlich theoretisch egal, was für Items das sind, solange man sie eben nur bis 64 stacken kann. Das bedeutet, man kann keine Sattel benutzen, man kann keine Totems benutzen, keine Banner, aber zum Beispiel Emeralds oder Glowstone würde alles funktionieren. Hauptsache, dass man das eben auch richtig hat, weil ansonsten, wenn man dieses Timing nicht richtig hat, wenn man ein Item zu viel oder zu wenig hat, kann es eben dazu führen, dass man eben nicht mehr die richtigen Zeitfenster hat, dass überhaupt Raids spawnen können, beziehungsweise könnte die Farm eben deutlich weniger effizient werden und das wollen wir halt einfach nicht. Eine weitere natürlich sehr wichtige Sache ist die Einstellung, die man in seiner Minecraft-Welt hat, beziehungsweise natürlich auch die Mods, mit denen man spielt oder eben auch die Server, auf denen man spielt, denn die Farms, die ich zeige, die sind immer für das ganz normale Vanilla-Minecraft, das bedeutet, dass Minecraft so wie es eigentlich ist, ohne irgendwelche krassen Veränderungen und Einstellungen, die man ändert. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass man diese Farm natürlich auf Hard spielen sollte, damit man die besten Items bekommt, beziehungsweise andersrum, wenn man auf Peaceful spielt, also auf Friedlich, dann kann diese Farm gar nicht funktionieren, weil man eben keine Monster zum Spawn bringen kann und es gar keine Raids gibt. Das ist also sehr, sehr wichtig. Bei Mods bzw. Servern ist es dann allerdings so, dass sie eben hin und wieder Einfluss auf das normale Spiel nehmen und eben irgendwelche Einstellungen verändern. Zum Beispiel auf Servern ist es oft so, damit eben das normale Minecraft irgendwie nicht so doll laggt oder so, dann verändern sie irgendwelche Einstellungen und das kann natürlich dazu führen, dass zum Beispiel irgendwie weniger Monster nur in der Nähe spawnen oder dass sich das Spawning generell verändert hat oder dass das Timing hier mit dem Redstone nicht funktioniert und genau das gleiche kann auch beim Mod
Mods der Fall sein. Das Problem ist nur, dass ich mich mit Servern und mit Mods nicht auskenne. Das bedeutet, wenn ihr so ein Problem habt, also ihr spielt auf einem Server und ihr habt alles richtig gebaut und benutzt die Farm richtig und sie funktioniert trotzdem nicht, dann kann es sehr gut sein, dass es einfach an den Servereinstellungen liegt und da müsst ihr euch dann leider selber drum kümmern bzw. euren Admin mal fragen. Generell ist es natürlich aber auch noch sehr wichtig, dass ihr die Farm überhaupt richtig gebaut habt und da gab es auch so ein paar Sachen, also man kann halt nicht wirklich hier machen, was man will. Also als Beispiel zum Beispiel diese Fläche, die wir haben, die aus Glas ist, das ist tatsächlich wichtig, beziehungsweise müssen das einfach Blöcke sein, wo nichts drauf spawnen kann. Hätte man hier jetzt zum Beispiel einfach Cobblestone oder ähnliches genommen, dann würde die Farm auch schon nicht funktionieren, weil diese ganzen Raid-Teilnehmer zum Beispiel hier spawnen könnten und damit versaut man sich das Ganze und das ist eben wichtig, also achtet darauf, dass ihr das alles auch wirklich richtig nachgebaut habt, dass ihr möglichst keine anderen Blöcke benutzt habt, nicht irgendwie eine Höhe verstellt habt oder sowas. Das ist einfach wirklich sehr wichtig und das bedeutet, wenn ihr die Farm jetzt richtig nachgebaut habt, wenn ihr die Farm auch richtig benutzt und wenn ihr die Farm einfach im ganz normalen Minecraft benutzt, ohne Mods und Server, dann wird sie sehr wahrscheinlich jetzt bei euch funktionieren. Wenn sie dann immer noch nicht bei euch funktioniert, dann liegt es eben wahrscheinlich daran, dass ihr irgendetwas davon falsch macht. Also entweder benutzt ihr sie nicht richtig und wart nicht lange genug hier drin und klickt zu wenig oder ihr habt sie eben dann doch falsch gebaut. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich schwierig zu erkennen ist manchmal. Ich habe bestimmt schon hunderte Farms nachgebaut, die nicht funktioniert haben, weil ich einfach selber zu doof dafür war. Das ist dann aber leider so, deswegen wie gesagt, die Schematik gibt es als Download. Dann schaut euch an, was eben anders ist, beziehungsweise baut die Farm im Zweifel einfach nochmal neu. So unfassbar aufwendig ist sie jetzt auch nicht. In dem Sinne hoffe ich, dass dieses Video nochmal helfen konnte, dass die Farm bei euch jetzt funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, gibt es den Link in den Kommentaren und achtet einfach darauf, dass ihr einfach die normalen Minecraft-Einstellungen habt, die Farm richtig gebaut habt und sie dann auch richtig benutzt und dann sollte sie bei euch funktionieren. Falls ihr bisher geschaut habt, schreibt mal #fix in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video.